Einen wunderschönen guten Morgen. Warum kann man so? Herzlich willkommen beim Frühstückstock. Ich bin der Möbor und heute gibt's in Sound Mind ein Horrorspiel. Bin gespannt, wie lange ich das aushalte. Aber es sah so vom optischen her eigentlich schon ganz geil aus. Deswegen bin ich doch intrigued. Ja, ich packe mich einfach mal in die Ecke. Sage, guten Morgen, Schläfi. Vielen, vielen Dank. 14 Sub. Das sind ja ganz schön lange Zeit. herzlichen Dank dafür. Und ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast schon deinen ersten oder vielleicht sogar schon den zweiten Kaffee parat. Bis ich schon geschlafen habe. Ja, ich auch. Also ich glaube, nach dem Schlafen was zu machen, wenn man anfällig ist, ist besser als vor dem Schlafen. Deswegen, vielleicht bin ich auch einfach noch zu duselig im Kopf vielleicht, dass ich mich überhaupt nicht erschrecke. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, die Kamera hängt leider irgendwie hinterher. Weiß nicht. So, wenn ich aus OBS raustappe. Dann schaue ich mal hier, ob ich da ja alles hier. FPS, was soll das denn? Oh je, da müssen wir erstmal kurz Technik-Stream machen. Schönen guten Morgen. Spreche ich das eigentlich richtig aus? Hört sich so schwierig an. Grafikeinstellung einmachen. Da kann ich auch. Okay. Also immerhin Sachen gespeichert. Stimmt, ein bisschen abgehackt, Bild aber flüssig. Ah, okay. Interessant. So. Ah, okay, jetzt scheint es zu gehen. Cool. Jetzt muss ich natürlich doch wieder aus. Also, keine Ahnung, was mit dem Sync. Das kenne ich nur als an oder aus. Nicht every blank oder every second blank. Aber ich soll nochmal hier alles auf die Trotz stellen. Dann passt. Na gut. Geht's, oder? Ja. Gut. Schauen wir doch nochmal wieder an. Alright.
schon was am Sound gemacht? Nee. Eigentlich. Sollte das. Also, ist das stotterig oder wie? Sollte nicht sein. Kann ich mal. Was neu auswählen? So. Da vielleicht etwas getan. Entweder bin ich jetzt ganz stumm und ihr versteht nicht, was ich sage, oder ist es alles okay. New game. Select game difficulty. Change at any time. Das finde ich schon mal sehr gut, dass das hier auch so steht. Oh nö. Ach. Moment. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Ich glaube, dass... Ja, neues Geld. So, jetzt dürfte es besser sein. Jetzt speichere ich das auch direkt nochmal, damit ich das beim nächsten Mal nicht doch mal machen muss und mich wieder frage, warum nichts geht. Weil das neues Geld wird im Gerät gespeichert und wird mit jedem Neustart neu geladen und ich muss es dann halt neu... Ne? Wenn das Setting einmal falsch gespeichert ist, dann ist es halt beim nächsten Mal auch wieder falsch. So, a casual experience, more focus on story and atmosphere. A balanced experience, same story, more action. Streamt ihr schon vom neuen Teil? Nee, 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 das habe ich noch nicht so weit eingerichtet. Weil ich muss dann ja die ganzen Stream Deck-Profile und so weiter auch alles noch rüberholen. Und da wollte ich mir eigentlich Zeit für nehmen. Ich muss mal schauen, vielleicht mache ich den Podcast heute Nachmittag vom neuen Gerät schon. Mal schauen. Aber bisher ist es eher noch nicht so weit. So, ja, ich frage jetzt gerade mich, ob ich hier auf normal gehen soll, damit ich nicht so in die Story reingesogen werde und mich nicht so sehr grusle. Aber ich probiere erstmal und wenn ich zu oft sterbe, kann ich einfach ändern, weil hier steht ja zum Glück can be changed at any time. Das finde ich sehr, sehr gut. So, jetzt haben wir auch genug drumherum geschnackt. Und ich kann endlich anfangen. Ich hab gar keine Angst. They say curiosity killed the cat. I killed the cat. Ew. Curiosity only brought her to me. Ein dober Spruch. Ist eher nur die ausführende Dings. Sie wie mit Schusswaffen, die töten auch keine Menschen. Menschen töten Menschen. Subscribe for only $5, get more Mipper knowledge. Every day. Boah, Motion Blur ist das Schlimmste, was es gibt. Find out what's going on. How did I get down here? Ist das okay so für euch? Also ich spiele jetzt auch mit Maus und Tastatur. Das heißt, wenn ich mich jetzt umschaue, ist es sehr schnell. Und durch die Motion Blur Geschichte ist es halt auch nochmal alles ein bisschen wischiwaschi.
Also wenn ihr da empfindlich seid, bitte Bescheid sagen, dann stelle ich das oben. Also mache ich auf jeden Fall Motion Blur aus. Und wechsel vielleicht auch noch auf den Controller. Als Zuhörer ist es für mich okay. Das ist schon mal gut. Okay, also wir sind in einem Keller und sollen rausfinden, what's going on. Collect and interact. Notice, catastrophe, forget everything. Life as you've known it is now out of the window. All indicators are indicating, stay inside. Ah, das mag ich auch sehr gerne, dass es so eine Leseansicht gibt. Jetzt haben wir aber, glaube ich, mittlerweile ganz viele Spiele, ne? Also bei Life is Strange, weiß ich, gibt es das auch. Also finde ich eigentlich cool, also cool ist es natürlich so, dass ich das auch so schon lesen kann, aber es kann natürlich immer sein, dass man irgendwie mit der Schriftart nicht klarkommt oder so. So, was ist hier? Service Hallway. Jump. Okay. Crouch. Ja, geht auch. Moini Fire Driller, einen wunderschönen guten Freitag. Wie geht es dir? Oh, was ist das denn? Workroom? Nein, 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 da gehen wir nicht hin. Niemand will arbeiten. What the what? Oh. Okay, ich nehme Schaden. Boah, ich muss auch sagen, also gerade war ja die Sicht so ein bisschen gedingst. Und das ist was, womit ich überhaupt nicht gut kann. Ich habe auch Amnesia, als ich das erste Mal gespielt habe. Da gibt es ja auch so einen Angstpegel für die Figur, die man spielt. Und wenn das anspringt, dann wird das auch so schummerig und so. Und ich habe echt nach 10 Minuten oder so, als der erste Gegner kam und ich mich im Schrank verstecken musste, habe ich panisch Alt F4 gemacht und das Spiel deinstalliert. Aber ich habe es dann ja später nochmal irgendwann weitergespielt, also als es bei Epic drin war. Habe ich es dann nochmal irgendwie 2 Stunden, glaube ich, sogar gespielt. Und da war der Grusel dann nicht mehr so schlimm. Was liegt denn da? Ist das nur Zeug? Ja, ne? Taschenlampe. Oh, bitte keine Taschenlampe mit. Mit Batterie. It's an old flashlight, hopefully there are enough batteries around. Nein! Oh, sowas hasse ich doch. Dann benutzt man die immer nicht. Weil die Batterie aber leer sein könnte. Und. Der Sichtpegel ist außerhalb des Lichtes ganz stark reduziert. Was ja realistisch ist, aber ich hätte eigentlich lieber, dass sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnen. Oh, war da eben jemand? Hello. Wie im echten Leben halt, wenn man so denkt, brauchst du die Batterien entweder leer oder irgendwo andersrum, ja. So. Ach, Toggle Text, nicht Toggle Next. Die Batterie geht auch super schnell leer. It's locked. There's a keyhole. Okay. Speed, Health, Stealth und Stamina. Not working. Boah, wie wenig leuchtet das denn? Das mit dem Hell-Dunkel-Kontrast mag ich realistisch sein. Achso, mag es ja auch realistisch sein, aber eine Ladung meiner Taschenlampe hält 8 Stunden. Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich die ausschalten kann. Gibt es da einen Knopf für? Controls. Sprint-Toggle, achso. Weapon-Fire. Equipment 1, F. Da passiert nichts.
benutzt für Taschenlampe nochmal ein eigenes Ding? Nee. Erstmal auf. Mausrad hoch und Mausrad runter. Last Weapon auf Q. Och Mann. Ach so, Previous Item war mit Mausrad. Ups. Previous Weapon, mache ich das auf. Der sagt auch nicht, wenn irgendwie was doppelt belegt ist, ne? Dann mache ich das auf C und V, wie bei Quake. So. This workbench is available to all tenants. No outside use allowed. Management is not responsible for any injury you might inflict on yourself. Be safe. Please do not take any tools outside of this room, Superintendent. Okay. Ach schon, so lange sieht der Wirkbar ja auch nie. I can probably assemble something here. No luck. Ah. Zu plus 10, okay. Hallway Key, sehr gut. Ach, guck an. Crash Room, da bin ich gestartet, ne? Okay, Workroom, da sind wir gerade. Jo, das sieht doch gut aus. Elevator, ja, okay. It's locked. There's a keyhole. Select item. Batterien rumliegen, dann ist das ja halb so wild. Gas leaks are hazardous to your health. If you smell, see or hear a gas leak coming from the boiler room, leave immediately and notify me. Okay, ich geh erstmal rein. Oder auch nicht. Oh nein, da ist Klebeband, da komme ich nicht durch. Mist. Basement rules and regulations. Basement is open 24 hours for residents only. No guests allowed. Building is not responsible for anything left in your pockets and ruined in the laundry. Workbench tools must remain in the workroom. Anything left or forgotten in the basement will still be where you left it when you come back. The elevator. Oh nein. Tenants, some of the washers have been short-circuiting. Fortunately, the fuses they use are universal. Still, if they act up, please don't try and fix it. Call me. Ja, okay. Noisy, ain't you? Nosy. Yeah. Looks fragile. This looks weak. Yeah. This looks weak. Ach, mit Rechtsklick kann ich meine Taschenlampe an- und ausmachen. Okay. Doch irgendwas mitnehmen. Ein Tool. I can probably worth a try. Oh, come on. Hm. Bist du der Hausmeister? Nee, ich weiß es nicht. Ich bin einfach in so einem. Ich bin im Trash Room aufgewacht da unten. Und meine Aufgabe ist jetzt, find out what's going on.
zu dingsen. Und da rein. Nee, das geht auch nicht. Nice. Oder ist im Storage noch irgendwas, was ich übersehen habe und mitnehmen kann, außer der Taschenlampe? Auch das könnte ich, ne? I could probably break this with something. Ja, aber ich habe ja nichts, womit ich zuschlagen kann oder so. Oder gibt es auch noch einen Knopf, für den ich noch nicht verstanden habe? Gasmaske. Hört er wenigstens wieder der vierten? Nee, das ist andere schlimme Radiomusik. Ah. Fast and Night. Increases speed every 3 pills. Warte schon am Gang gegenüber, da kam ich nicht rein. Weil, do not cross. Den rechts jetzt, achso. Da. Nee, wo? Ach, da. Von da sind wir gekommen. Ging's los im Trash Room. Aber hier kann ich halt auch nichts aufheben oder so. Da oben ist noch irgendwie ein Ding, was ich angucken kann, aber kann ich auch nicht mit interagieren. Ich verstehe nicht, warum da jetzt das Icon kommt, obwohl ich nichts machen kann. So, ich kann noch mal versuchen, hier in diese Suppe reinzugehen und dann da was rauszuholen, aber da komme ich auch nicht dran. Wenn ich jetzt zu lange drin stehe, dann kriege ich Schaden. Das hatte ich eben schon, deswegen habe ich nur noch 76. Hm. Erstmal einen Schluck Kaffee. Da ist wieder ein Lüftungsschacht oben. Trash Room an der Box. Workroom. Trash Room. Ach so, ja. Also ich kann auch, warte mal, im Workroom ist auch eine Karte vom Level. Da kann ich nochmal nachschauen. So. Ja, genau, durch Storage werde ich da reinkommen. Genau, das ist der. Aber ich habe halt nichts, womit ich dieses Gitter kaputt machen kann. Das fehlt mir leider. Ich hatte gehofft, dass ich hier irgendwie an der Workbench was mitnehmen kann oder so.
weiß, dass die Werkzeuge nicht mit rausnehmen dürfen. Keine andere Waffe gerade. Nee, ich habe nur die Taschenlampe leider. Also ich kann von hier aus hinter die Waschmaschinen, also hinter den Schränken hier. Okay, ist ein so ein Ding, das ist schon kaputt. Deswegen kann ich da durch. Aber das bringt mir auch nicht so viel. Eine Notiz. Nosy, aren't you? Und dann stehe ich hier. Und das ist quasi unter dem Aufzug. Was mir jetzt aber auch nichts bringt. Ich kann nicht drauf. Genau, hier lag diese eine Pille, die ich eben gefunden habe. Ups. Oh. Nee, die muss bestimmt in den. Ah. It's a fuse box. Ach, jetzt rumpelt der da weg. Geil. Aha. Pistol grip. A piece of a pistol. Huh. Hi Marcel, moin. Achso, aber warte mal, da stand ja auch Repair the Elevator. Gasmaske noch nicht. Naja, vielleicht kann ich ja noch mal irgendwie zurückkommen. Basement 1 und 2. Ach so. Witzig. Nö. Da stand jemand, oder? Hab ich das auch gesehen? Jetzt nicht mehr. Oh, wie gruselig. Unangenehm. Eben stand da jemand. Ey, schwer. Das ist doch das Zimmer aus Shining, oder? What am I doing? Das weiß ich auch nicht. Oh, hallo. Tschüss. So. Überfluteten Stadt aus. Aber das passt ja zu dem, was wir am Anfang gesehen haben, ne? Morsezeichen da raus. Yo.
Guten Moinski. Hallo Andi, einen wunderschönen guten Freitag. Your office, ah. Wow. Hello? There he is. Long have I waited for this moment. To watch as you scramble for your last breath. As you try to make sense of your reality and the gravity it carries. Pulling you down. Ooh, I can't contain my excitement. I will have you, Desmond Wales. I will have all of you. Okay. Oh, der ist aber nicht entspiegelt. Lass mal einen Kaffee reinsaufen. Ja, auf jeden Fall. Und moin Hexalord. Einen wunderschönen guten Morgen. So, was ist das? My tape player. Ah ja. No dice. Oh, bin ich Therapeut oder sowas? Wo geht falsch? Ja, Kaffee for the win, genau. Certificate of Graduation. Diploma. Desmond Wells, PhD, okay. Partikel, die in der Luft stehen. Das ist auch so ein Ding. Was ich nicht so ganz verstehe. Oh, Zimmer 0. Oh. What? Welcome. Ja, okay. Worum geht's da? Resident Evil Gedächtnistaschenlampe. I don't know. Also, erste Quest war auch Find out what's going on. Mayer Pharmaceuticals. Dear resident, we at Mayer Pharmaceuticals wanted to take the time and thank you for your continued support in our company and the new distribution center here at Milton Haven. Your health and safety are our number one concern, not just as a company, but as our neighbors too. For more information on what Mayer Pharmaceuticals is doing to your neighborhood, feel free to call 1-800-MAYER or email us at any comments at bla bla, thank and you and have a blessed day. Marketing and Community Outreach. Ah ja. Ist die Quest abgeschlossen? Nope. Aber die. Oh doch, die werden dann noch angezeigt. Get the mask from the boiler room, ja. Schlimmste ist übrigens bislang, dass die Batterie von der Taschenlampe ausgehen kann. Seht ihr nicht, aber die ist jetzt auf 42%. Was mich beim Handy-Akku schon panisch machen würde. A Wild Cassette Tape. Okay. Da mache ich einen Videorekorder mit. Mountain Haven in der Emergency Broadcast System. Alles unter 50 ist schon halb kritisch, ja. War ich das oder? Okay. No dice.
Schlüssel. Den Schlüssel, Mann. Listen to your tape. Ach so. Ach, listen. Wo ist denn hier ein... Muss ich jetzt zurückgehen in mein Büro und das da abspielen? Geht das so? It's my tape player. What? What? Me no likey. Ah, the white door. Ist das jetzt im Tape? In an unexpected turn of events, it seems I'm the one who is losing my mind. Why or how this is all happening is beyond me. But as strange as this is, I'm equally as fascinated as I am scared. Okay. Oh, ich habe auch keine Taschenlampe mehr. Aber ist gut, weil dann kann der Akku nicht leer gehen. Aber bislang ist es nicht so richtig gruselig. Oh, was ist da? Die Katze. Es ist eher so mysteriös. Das gefällt mir eigentlich. Life in Milton Haven has become unfamiliar lately. People are... Well, I'm starting to see unusual patterns, behaviors. Ever since the crash, maybe. It's beginning to make sense, I suppose. My own feelings of dread, of fear, are similar to those of my patients. Alan Wake wollte ich auch noch... Ja, ich auch. Wobei ich da neulich irgendwie einen Podcast zugehört habe, der dass es wohl heute irgendwie nicht mehr so toll ist, spielerisch irgendwie. Keine Ahnung. Aber spiel du mal ruhig an, dann kann ich bei dir zugucken. My patience. We're dropping like flies. Dying. Oh, poor Virginia. I should go over their cases. To understand what this is. Twitch-Chat ist doof, ja, ja. Hast mal angefangen, Steuerung war doof, hatte gehofft, dass unser Master besser ist. Ja, dass ich das von niemandem geschenkt bekomme. Ist das nicht im Game Pass? If I can get through this, if I just keep my mind focused, I must stay aware. Awake. Dann muss ich gleich mal in meiner Playlink-Bibliothek schauen, ob das bei diesen 8000 Spielen, die ich besitze, nicht dabei ist. Ah nee, das heißt ja, dass ich das spielen muss, ne? Nee, nee, nee. Das... So nicht. Das fände ich auch cool, wenn man Steam-Spiele oder so einfach weiter verschenken könnte. Wenn man sie nicht gespielt hat. Das ist quasi wie neu, aber an wen anders geht. Aber ich glaube, dann würden sie einfach keine Spiele mehr verkaufen. Und der Gebrauchtmarkt würde explodieren. Okay. Also in dem Dorf sind irgendwie Leute am Durchdrehen, aber er eigentlich auch. Sind NFTs. Oh, ich komme nicht aus meinem Büro raus. Hilfe! Das ist der wahre Albtraum. Oh, hallo Kitty. Tanya, how? I mean, hi. I'm having a
weird day. Everything okay with you? All oh. right. Good Aww, you can pet the kid. Goatee, 10 von 10 completed. Geil, es gab ein Achievement. Good kitty. Ja, es ist ein sehr gutes Spiel. Siehst du auch ein Achievement? What? Okay, töten die mich? Ah ja, leg mich da an die Füße. Ciao. Gar nicht aufregend. Das hat mich ein bisschen an Outer Wilds erinnert, wo ich es auch so super nervig fand. Der jemand ist leider etwas doof. Ja. Also eigentlich finde ich es ja gut, wenn man Gegner nicht bekämpfen kann, sondern ausweichen muss. Warum will das denn jetzt so? Bestimmt was zum andere Sachen kaputt hauen. If you're reading this, it means I was right. In that case, slide second floor above the vending machine. Barrel, first floor, maintenance room, taped under the table. Ah ja, grip, basement. Behind the middle laundry machine. Okay. Got my back, I got yours. Moin, Olibaba. Einen wunderschönen guten Morgen. Okay. Above the vending machine und maintenance room taped under the table. Ach, guck mal, jetzt hat er sogar direkt das Questlog aufgenommen. Sehr gut. Ballern. Geil. Okay, was ist hier los? Sieht nicht gut aus. That's some insanely strong police tape. Okay. Is unnaturally strong. So wie ich. Ich glaube, ich möchte aber erst noch den Rest von der Pistole zusammensammeln. No, second floor above the vending machine. Ich muss zwar nochmal an diesem Leuchterheini vorbei, aber das war eben auch schon kein Problem. Okay. Und damit kann ich dann vielleicht auch das Schloss zum Heizungskeller aufschießen und damit die Gasmaske holen.
probably assemble something here. Old and reliable. It's been a long time since I've shot one of these. I hope I don't have to use this. Okay. Ich muss immer erst einmal klicken, um es auszuwählen. Okay. Hopefully wird mir das nicht zum Verhängnis. Sonst muss ich ins Gefängnis. Wow. Ach, das sind Glasscherben, deswegen. So, eben waren wir in 0, jetzt bin ich in 1, ne? Virginia's apartment. To our dearest customers, we are saddened to inform you that we will be closing our store at the end of this week. Unfortunately, we can no longer compete with the larger supermarket chains that have laid their claim to our small town. We wish to thank you for patronage and invite you to our going out of business sale this Thursday. Stay classy, Milton Haven. Eden's Grocery Store. Linen by Virginia Rule. She cloaks the knife with pretty linen as and presents it as a gift. She croaks the phrase, "We pretty woman, sending me away adrift. Her dreams are dead, so please take mine. I wonder how she sleeps at night. My dreams are nightmares stuck in time and linen damaged by a knife." Moin Terael, einen wunderschönen guten Morgen. Stay in bed. Ooh. Okay. Richtige Live-Pro-Tipps hier am Start. Is anybody even out there? Dearest. I've resorted to writing your letters because you won't answer your phone. I'm surprised not to hear the answering machine we bought you coming on. Is it broken? Your father insisted we send you money for the electric bill, and though you know I love you and will support you, I do not want to encourage you begging us for money every other month. You need to find something more lucrative. Selling your toys is too niche. Aww. You were always such a personality. Maybe you could use that to your advantage somehow. Anyway, love and love and love. Please answer your phone. Mom, Dad and Freddy. Ey, was? Die Taschenlampe geht sogar aus, während ich es hier... Oh Mann. Das nervt mich. Dass ich daran denken muss. Okay, aber ich habe das Tape. Dann kann ich jetzt wieder zurück in mein Dingsy und nächste Heumel anhören, ne? Dann ist auch schon wieder Kaffeezeit. It's unbearable, isn't it? The pain of losing a patient. Virginia trusted you when she died because of it. What will you achieve by listening to her tape? Vindication, absolution, retribution for your misdeeds. Rude. Ruft nicht einfach so Leute an und erzählt denen, wie scheiße sie sind. Wie voll. Achso, das ist Essen. Ach, eine Salami. So, einfach mal eine Mettwurst reinsnacken. Because why not?
Oh, hier wird umgebaut. Ah. Was denn? Tapes zu hören. Here we go again. Oh, jetzt halt Leute rückwärts, das ist ja interessant. Zurückspulen mal anders, ja. Stay hydrated, oh ja. Rüberspringen müssen. It's just sad, you know? It's not fair. I've been getting food and stuff from Eden's Grove for like my whole life. They expect me to just be okay with them ruining this town and forcing me to shop at their place? This makes me really sad. Am I crazy? I am crazy, right? No. Changes like these can be uncomfortable. Eden's Grove was certainly a staple of the community. I can't get my food at Homemart. I won't. Well, what other options do we have? Perhaps outside of Milton Haven? No, that's even further outside where I feel safe. Ich finde es cool, dass hier das Tape als Hintergrunddings ist. Wow, jetzt steht es still. Wenn ich hier drauf drücke, dann läuft es ab. I understand. Tatsache. And believe that there is an opportunity here to work on our exercises in small and timely steps. I can see you're getting nervous. That's okay. Krass, dass sowas schon eine starke Belastung sein kann, ne? Jetzt bin ich hier im Homermart. Due to an earlier incident, Homermart is temporarily closed to the general public. We apologize for the inconvenience and will be reopened soon. Looks like it can be cut. Oh, okay. Ja, es sieht aus, als wäre das hier aber schon länger zu.
It's a lock with a coin slot. No luck. Tja, hätte ich mal Kleingeld dabei. Das fand ich so furchtbar während der Pandemie, als dann teilweise die Zutrittsbegrenzung für Supermärkte durch die Einkaufswagen geregelt wurde. Und ich dann einfach nie, also seit Jahren kein Münzgeld mehr dabei habe. Dann konnte ich nicht einkaufen, weil ich mir keinen Wagen holen konnte, den ich brauchte, um reinzukommen. Das war ein bisschen doof. Is it me or do these doors know when I'm not looking? Call the guy and have him fix it ASAP. I'm up to my ass in paperwork because of this investigation. Für einen extra Schlüssel an meinem Schlüsselbank geht, aber nur wenn ein Schlitz sitzt und ihn nicht um uns oben reinlegt. Ja, stimmt, das wäre auch cool, ja. Haben die deswegen geändert? Dass man die halt mit dem Fach zuschieben muss? Hallo Krabi, guten Morgen. Ich habe noch eine Mark von damals. Für den Supermarkt. Photo O'Clock. It's a coin slot. Ja. Worth a try. Oh, come on. Okay, irgendwo hier gibt's Coins. We have the lowest prices, we guarantee it. 42 Zoll TV. Ist ja gar nicht so groß, ne? Okay, 27 Zoll mit built-in VCR. So eine Zeit ist das also. Safety use extra caution stepping behind the yellow tape into the crime scene. There's plenty of broken glass and sharp objects. Ah. Okay. That means probably I can heap some Glasscherben auf. Angeblich soll man aber Schlösser kaputt machen, deswegen habe ich den Wagen dann immer. Lass ich den zurück. Ah. Was? Ich bin Buffer bislang nur. Schon mal nicht in Grusel. Nee, eigentlich geht's. Aber es ist sehr atmosphärisch, was ich cool finde. Aber nicht. Uah! Gruselig, wollte ich gerade sagen. Die hat sich doch jetzt dahin geportet, oder? Habe ich mich jetzt nur ganz doof umgedreht. Ah. Da ist noch so ein Ding. Die stand schon da. Okay. Manu, warum komme ich ja nicht mehr darüber?
Oh ne, stand sie doch nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich stand eben hier. Aber ich würde halt gern irgendwie Glasscherben aufheben. Bevor meine Batterie leer ist. That would be great. Die bewegt sich tatsächlich, ne? Ja. Okay. Aber wo geht die hin? Hallo? Kann ich denn auslösen, dass sie sich bewegt? Is an eerie feeling ever since the incident? Something lingers. And what with all the mirrors everywhere? Die große Lecken, die bislang nicht. Das wäre sehr gutes Timing. Aber hier bin ich, glaube ich, richtig. Hier war ich eben noch nicht. Ah ja, guck, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite von dem Ding. Erstmal zwei in den Kaffeeladen. Oh ja! What? Hau ab, du! Lure the watchers into the mirror. Oh. Ich würde sagen, erstmal Kaffeepause, ne? Oh, sie ist mir gerade aber wirklich eiskalten Rücken runter. Ich muss mit Kaffee warten, sonst wecke ich die Frau mit der Mühle. Ah! Oh nein, die Frau mit der Mühle. Die würde ich auch nicht wecken wollen. Bis gleich. Look behind you. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also bis gleich, kurze Pause. Oh, da sind wir auch schon wieder. Oh, Marcel ist nicht mehr unter uns. Auch okay. Und kann OBS meine Kamera nicht mehr anzeigen. Oh, höre ich da TechBait? hatte ich aber auch neulich. Das war, als ich bei Piki noch die andere Kamera mit angeschlossen hatte. Also mein Notebook hat ja jetzt eine eigene. Und da hatte ich aber über so ein billiges USB-Hub mehrere Geräte mit angeschlossen. Und wenn ich die Kamera da rausgezogen habe, dann ging's. Einen wunderschönen guten Morgen, Joghurt. Hi. Und danke für den Sub. Warum kommt da kein Alert? Was ist da los? Boom, Chuck. Chuck, Chuck. Ist ja doof. Meine Alertbox, sie geht doch. Muss ich da etwa jetzt von Hand? Das wollte ich auch noch umbauen, ja, weil die laufen hier über Tippy Stream. Und dann ist das alles immer ein bisschen anstrengend. Ah, oh, jetzt bin ich gar nicht eingeloggt. Unangenehm. Aber das Gute ist ja, ich damit jetzt 1A Zeit schinden kann. Und nicht dieses Gruselspiel weiterspielen muss. Ups. Aber die Musik im Trailer fand ich eigentlich auch ganz geil. So, Verifikations-E-Mail. Ja, ja, autorisieren. So, Alertbox. Ich habe keine Ahnung, wie geht das denn hier? Edit.
So. Subscription. Ja, eigentlich sollte das gehen, hä? Simulate Subscription. Das geht. Warum ist denn das eben nicht angekommen? Anonymous 2, ja. Vielen Dank dafür auch. ja, sorry, von Schläfi vorhin gab es ja auch keinen Alert, ne? Mano. Aber vielen Dank jedenfalls euch beiden. Für, Moment, wie lange ist Joko jetzt dabei? Oh, schon 13 Monate, ist auch schon über ein Jahr. Wow. Ich dachte, Anonymous kümmert sich gerade um Putin, aber nein, sie schauen ins Moin. Tja. Es ist, wie es ist, ne? Prioritäten sind wichtig. So, wie ist das Spiel? Das ist gar nicht so übel. Ich glaube, wenn man Horror mag, dann ist es sogar cool. Aber mag ich ja nicht so. Deswegen, also sehr atmosphärisch. Und bisher war es nicht so viel mit Erschrecken und so. Es ist eher eine Mystery-Atmosphäre. Aber jetzt sind, glaube ich, auch Gegner da und jetzt wird es auch vielleicht gruseliger, weil ich nicht so viel Munition habe, wie ich eben festgestellt habe. Und Swing Weapon, look behind you. Okay. Was habe ich denn überhaupt? Achso, ich habe das Messer in der Hand. Ach. Okay. Was muss ich überhaupt tun? Lure the Watcher into mirrors. So, dann gibt es von diesen Spiegeln hier wahrscheinlich noch mehr, ne? Taschenlampe. Was ist das hier? Hold the broken mirror up close. It sees more than you ever could. Face the mirror, face your fears. Schade, dass ich keine Fuse habe. Unangenehm. Die Fuse geht. The bomb has been planted. Nein. Oh ja. Lassen Sie mich. Ich muss erstmal diese blöden Spiegel finden. Da ist noch einer. Ne, das ist der von eben, ne? Kaki. Was haben wir hier? Ammo, sehr gut. Und Batterien. She can't stand the sight of herself. I don't blame her, but she needs to see the world for what it is. Help her reflect on this. Show her what she needs to see. Die Möpo, die, ja genau. Maintenance, there are rats in the vent above the electronics exhibit. That explains the smell. We can't open the exhibit until the vents are cleaned out as they are directly above the staged mirror. Ah, please enter the vents via the compression room at the east wing and clear them. Anderson, offer... Welche Möbel? Ach, die. Get to the mirror, okay. Achso, aber die Sachen, die ich hier durchsehe, die bleiben dann auch in der anderen. Also ohne Dings sichtbar. Das ist okay. Das ist cool. Nee.
Nicht deine Füße. Not my fault. They all judge. Hier nicht gerade schon? Bist du durchgeschnitten? East Wing, sehr gut. Use your mirror shard to find important items and threats. It's an item scanner. No dice. To the east wing is locked. Needs a key. Oh, ich hasse das ja, wenn ich mit Escape nicht das Menü schließen kann, sondern sich dann das Hauptmenü öffnet und ich nochmal drücken muss, um da wieder rauszukommen. So viel Stress. It's a way of killing two birds with one coin. Haha. We're combining selling off our new postcard collection with our freshly minted Homa Mart coins. Customers spending specific amounts of money on postcards at checkout will receive a Homa Mart coin each. How's that for creative thinking? Your individual sums are written below your registers. Okay. Single item can be scanned multiple times. Okay, das heißt, ich muss jetzt... Moment, aus diesen Dingern... $5, ui. Items scannen. Achso. Postkarten scannen. $2 die. Oder? Ist das, glaube ich, egal. Ich mach da, was am meisten bringt, $5, ne? Ja. It's an item scanner. It's the item scanner. Ja. Nee. Ach so. Es muss aufgehen, wahrscheinlich. 4, genau. So, damit kann ich mir jetzt einen Einkaufswagen holen oder diese Fotobox benutzen. Leave me alone. Not my fault, I'm a monster. Ugh. Oh, hier ist ein Mirror. Oh, das ist überhaupt nicht creepy. Kann ich sie jetzt hier einfach... Wie locke ich sie denn an? Schreiben die Monster spiegelverkehrt? Oh ja, muss ja, ne? Nicht rausgefunden, was diese schemenhaften Dinger sind. Da hinten ist sie, oder?
Hallo. Kommen Sie. Oh. Ist ein Key, wie praktisch. Ist ja genau, was ich brauche. Oh. The door to the east wing is locked. Needs a key. Sehr gut, Andy. Herr Müpper, Sie kennen sich doch mit Druckern aus. Klar, einfach drauf schießen. Auf einmal Holz kaputt schlagen. Okay. Thank Lord for the CCTV. Oh, Kaffee Stain. Das erinnert mich an etwas. Das ist eine geile Glasscheibe. Ja, ne? Mmh. Oh, zweite Kaffee ist immer der beste. Yum, yum, yum. Not only can I now catch shoplifters in the act, but thanks to my crafty intellect, I will never forget the code to my safe, for it is embedded, hidden away through the lens of a security camera. Ah, great work, Anderson. Great work. Okay, das heißt, hier irgendwo kann ich einen Security Code jetzt. Ne, Moment, wie ist das? Hidden away, so. No power. I have the power. Ew. Ich hab mich überhaupt nicht erschrocken. Milton Haven, Sheriff's Department, Incident Report, Homer Mart. Victim, Virginia Rule. Ah. On Wednesday afternoon, the Sheriff's Department received a call from Mr. Anderson Parker, manager at Homer Mart department store, about a distraught woman screaming and breaking various items in the store. Dispatch sent a call. Hm. Also ich glaube, das ist ein Spiel, was ich mir bei anderen im Stream angucken würde. Selber spielen ist mir dann doch zu stressig. Also gerade auch, weil es viel mit rumsuchen und so ist, und da habe ich halt überhaupt keine Lust drauf. There's no power. Und jetzt hier sprichwörtlich im Dunkeln tappen, wo ich was als nächstes machen muss, ist not my kind of fun. Can you believe all the CCTV crap? Does he really have to keep an eye on us all the time? The control freak can probably see me writing this from his office right now. Maybe his former employees stole from his registers, but we ain't about that, right? Okay, Dave. Super Dave. Warum ist hier überall Strom auf dem Boden? Aua. Ja, so locker komme ich nicht in diesen Room.
Malware. Kompressorraum. Ach ja, da soll ich ja rein, um zu Dingsen. Oh, ein Rätsel. Powerbox is wired to the following room. Oh, offices, manager room, hallway, staff room, compressor room. Is each lever to toggle power in its corresponding room. Power is distributed from the left to the right of the power box. Warning, if there's an electrical malfunction while the room, to its right will not receive power until electricity. Okay, also im. Wo war das denn jetzt? In den Offices war auf jeden Fall Strom, ne? Da sollte ja nicht rein. Munition droppen. Ach, guck mal, hier ist eine Karte. Locker Stuff Room war es, der auch ein Dings hatte. Also, ich glaube, so geht's. Aber ich find's eigentlich ganz cool, dass sie nur ein HP haben, die Gegner. Dass ich wirklich nur einmal treffen muss. Und dass damit dann abgefrühstückt ist. It has a small coin slot. So, nee. So, was haben wir denn hier? Oh, ich habe fast kein Leben mehr, upsi. Soll ich da vielleicht doch was zu essen holen? It swallowed the coin, but nothing happened. Ja, schönen Schrank auch. Mann, ey. It's a locked locker. Worth a try. Danke. Für den Schlüssel. Danke, Dave, ja. Punchcard. Ich. I can't do that, Dave. Geil. Ach, steht sogar Dave auf seinem Dings drauf. Super. Unglaubwürdige Mitarbeiterin. Ja, ne? Irgendwie schon. She had mentioned a boy, saw him on the evening news. He said she always was a little crazy. We just didn't know to what end. Gut, dass wir jetzt im Frühstückstag sehen und nicht abends. Ich muss auch sagen, also hatte ich vorhin auch schon erwähnt. Ich glaube, das ist ganz gut für mich, dass ich das nach dem Schlafen spiele und nicht vorm Schlafen. Also ich weiß nicht, wie sich das bis nachher entwickelt. Wobei heute Abend ist ja Schläferz. Da läuft ja der Super Mario Film, da werde ich mich eh in den Schlaf lachen. Das Level-Up-System finde ich auch ganz cool. Dass ich unten diese Dinger habe und wenn ich diese Pillen finde, das auflevele. Das ist ganz cool. Also eigentlich ist es ein nettes Spiel. Aber ich fürchte, könnt ihr mal bei How Long to Beat gucken, wie lang das geht. Weil ich fürchte, dass mir das insgesamt zu lang sein wird. Ach, witzig. So, die Tapes kann ich mir nicht angucken, ne? Code eingibt. Neuneinhalb, 13, 5. Oh, nee, das ist mir zu viel. So lang werde ich da wahrscheinlich keinen Spaß mehr haben.
3, 3. Oh. So, bis später oder so. Alles klar, Feier. Nee, ich mache nicht mehr allzu lange. Ich denke, um 8 ist hier Schluss. I wonder what he's got to hide. A closer look to the mirror might reveal his addiction. Just try to make it not an addiction to your own. Ach ja, ich habe bei diesem Superspiegel. So, eine 6 ist das, ne? Okay, erraten werde ich das nicht. Gut, dann mal ab in den Kompressorraum. It's a punch card reader. It's on. Hello, Dave. Ah ja, okay. Da. Oh. Das ist wieder so Outer Wild Style. Ach. Wie geil. Hast du mir eine Räuberleiter gemacht? Damit werden mir die Spiegel angezeigt. Jetzt raff ich das. Einfach immer alles mit der Glasscherbe zerkloppen, ohne sich zu schneiden. Ja, die hat ja extra so ein Dings am Griff. Also sieht man jetzt hier nicht im Dunkeln. Aber da ist schon ein Tuch drunter. Also drum, an der, da wo er sie anfasst. Das ist mir schon aufgefallen. Na klar doch, mit dem Glas. Hier, wenn du hier hinguckst, siehst du? Da kann nichts passieren. Ah, get to the mirror. Was ist denn der? So. Ich kann mir auch Schlimmeres vorstellen, als im Elektrofachhandel eingesperrt zu sein. It's a fuse box. Wie? Das war's jetzt schon?
Being judged, being watched, being looked at, these are the things she tried so hard to escape from. They always turned eyes on her. Okay. Stop watching me. I'm so sorry. Leave me alone. Don't judge me. Yeah. Hallo? So ein sehr stabiler Fernseher. Kommt doch da gleich raus. Ich würde ja gern hier rausgehen, aber... Jetzt auch nicht mehr zurück, oder? Fuse raus. Mal kurz defusen. Oh, gruselig, es läuft immer noch. Dave to the rescue. Ja. Fusel. Ich hätte gerne zum Power Dave, der mir sagt. Yo. It's a fuse box. Jetzt müsst ihr ja hier wieder auf den Schalter drücken können, aber da passiert halt nichts. Also den kann ich auch gar nicht nochmal drücken. Hm. So. Ah. Ah ne, das hier kommt noch nicht zu ihr. Hallo. Kommen Sie. Piu. The world is better off without the broken. They bring pain and they inflict their pain onto others. Are you broken as well? So eine schwierige Aussage. So, komme ich jetzt raus, bitte? Nee, immer noch nicht. Hä? Kann ich den Knopf jetzt nochmal drücken? Ich habe doch das Rätsel gelöst. Lassen Sie mich gehen. Oh.
Ach. Aua. Achso, jetzt muss ich die Fusebox wieder rausmachen. Ah, okay. Smart. Sport ist smart. Mom was making dinner, but now she's in the freezer. Ooh. By fire, Dad would sleep all day. I stuffed him in the loading bay. In the attic, he had courage. Now my brother hides in storage. Me, I'm fine. I'm good. Then crash, and since I'm bad, I'm lifeless trash. Okay. It's a small rounded slot. Oh, come on. Oh, come on. Was haben wir hier noch? Most of the new toys were lost in the crash. Keeping this area sealed and covered until we get the new collection. Don't go in there, it's currently being used as storage. There are unopened boxes and a mirror in there. Ah ja, Anderson. And honestly, creepy bad vibes. Ah ja, hier ist ein Rohr. Ist das Dave? Nee. Jorge. Und Ines. Ach, deswegen hat der Krabbe das vorhin geschrieben. Now I understand. It's blocked from the other side. Ja, okay. Unlock and get to the toys area. Bin ich doch. Dinner, Freezer, Loading Bay. It's a small rounded slot. Nothing. Okay, da brauche ich offenbar Amiibos. Judge me, leave me alone, ja, ja. Oh. Hallo. Maintenance West Wing. Samantha. Okay, Piep. Das war gruselig, ja, ne? Ich hab kurz erschrocken. Kein Stamina mehr, oh nein. Das Blöde ist, ich habe auch fast kein Leben mehr. Ich fürchte, das wird mir gleich auch nochmal zur Last fallen. Maintenance East. Central. It's blocked from the other side. Mist. Komm ich nicht hin.
Dass man hier halt Lebenspunkte hat, finde ich auch unnötig eigentlich. Ich weiß halt nicht, wie die Checkpoints jetzt verteilt sind und alles, aber... Ich fürchte, wenn ich mich jetzt dumm anstelle, dann war es das gleich. Ja, das hat mich gerade wieder erwischt, jetzt habe ich nur noch 10. Ah, Maintenance West Wing, sehr gut. Postkarte. Die könnte ich auch noch mal einscannen. The door to the West Wing is locked. There's a keyhole. Der Stream eh bald zu Ende ist. Murphy macht doch immer was Dummes. Hallo, Picky. So. Ah, Loading Bay. Okay. Freezer Room. Ja, gut. Auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Also, ich denke, nach dieser Episode mache ich dann aus. What? No. Oh, it's locked. Oh, come on. Schon den Schalter gedrückt. Ah, ja, okay, ich fürchte. Haben's gleich. Scheiße. Danke, Dave. Ja, yeah, be cool, genau. Allow me to break the ice. Nice to see you. Sehr gut. Fallschaden. Ja. Coming for you. So, Tipp des Tages, nicht mit Müppi anlegen. Okay, drei Dinger muss ich noch finden, ne? Schau ich nochmal auf die Karte. Also Freezer Room habe ich. Maintenance West, da muss ich rein.
Ich kann wahrscheinlich auch über den Loading Bay. Okay, dann kann ich da. Da muss ich mal schauen, ob ich da wirklich drüber springen kann einfach. Aber mit 10 HP ist das halt ein bisschen risky. Wieso habe ich jetzt wieder 21? Habe ich das aufgeladen? Nee. Hä? Scheiße, jetzt habe ich ihr Leben verloren. Naja. Wie geht's? Ah, okay. Habe ich den Shortcut jetzt geöffnet? Hier wollte ich Loading Bay. Gates keep getting stuck shut. Has to be some sort of electrical malfunction. In any case, remember that forklift trick I showed you? Do that, just be careful. Dave. Ah! Dave, good guy. Ach, guck mal, hier ist ein. I want to go to there. Smells funny. Keylock. That's no use. Oh, Taschenlampe auch fast leer, Kaki. It's blocked from the other side. Okay, Control Cabin. Sehr gut, jetzt bin ich hier im Dingsel. Wie Krabbe sagen würde. Ja, wo kriege ich denn jetzt den Schlüssel für den Forklift her? Dave. From the other side. Hier komme ich auch nicht rein, ne? It's blocked from the other side. Oder liegt hier irgendwo der Schlüssel rum? Doof. Die noch Ideen?
Ach, du kannst Fässer sprengen, ja. Ah, und ich kann mich auch mit meiner Taschenlampe hier dran laufen. Smells funny. Also im Dunkeln ist es natürlich noch mal cooler, ne? Man so gar nichts mehr erkennen kann. Wie leuchtet trotzdem weiter? Secret gefunden. Instructions to leave it at docks and let the locals take care of shipping. Ja, aber immer noch kein Forklift Key, Manu. Die kann ich auch noch kaputt schießen, ne? Das sind die Schaufenster mit dem Key. Ja, genau, das wüsste ich auch gerne. Sonst immer so fleißig geholfen. Und jetzt? Tja, ich fürchte, wir müssen dieses Spiel auf einer traurigen Note beenden. Ärgerlich. Also da habe ich schon mal ein Horrorspiel, was ich tatsächlich auch weiterspielen würde. Und dann geht's nicht, weil ich den Schlüssel nicht finde. Den Schlüssel, Mann. Aber ich kann noch mal hier mit dem Dingsy gucken. Nö, sehen sie nichts. Findet sich schon ansonsten Gott Google? Ja, nee, ach. Sind ja eh durch. Oh, draußen scheint die Sonne. Ich gehe jetzt schön eine Runde laufen.
und verabschiede euch ins Wochenende. Also ich glaube, es ist ein ganz cooles Spiel eigentlich, wenn man sowas mag. Aber wahrscheinlich war es, wo man nicht das Stream-Programm, sondern eine Komplettlösung auf dem zweiten Bildschirm haben sollte. Und deswegen werde ich mich jetzt hier an dieser Stelle verabschieden. Und mache ich nochmal groß. Piu. Weil wir können nochmal ausprobieren, was passiert, wenn ich sterbe. Das würde ich gerne noch rausfinden. Muss ich nur irgendwie... What? Nothing is free, including this key. Okay, ich brauche noch mal so eine Münze. Ja, let's go. Mann, ey. Problem ist, dass ich jetzt nicht mehr da hinten hinfinden werde. Price tag says $2. Ja, die hier habe ich ja schon ausgelöst, ne? $5. 1,15 war es die letzte, natürlich die letzte. 3,99. Ach, wie cool. Jetzt muss ich die wirklich kombinieren. It's the item scanner. Jetzt will ich diesen Weg jetzt nochmal finden. Schwer. Wenn ich jetzt, glaube ich, Kreis gelaufen würde, dann bist du tot. Ja, aber ich würde wissen, möchte gerne wissen, wo ich dann neu starte. Which vehicle this belongs to? Wow. Aber dass das Ding auch nicht vorher einfach schon an war, ne? Mann, ey. It's the ignition key lock. Klar doch, mit einem Gabelstapler. Oh no! Nicht mit, ne? Komm die ab, Mann. Hallo? Ich will aufhören, mich zu hauen. Gemacht mit Aim Assist. Hallo? Geil, zwei Patronen noch. Jetzt sterben wir sich immer wieder selbst austrickst. Was? Ich oder der Gegner? Trash Room. Hey, da wohne ich. Mal hier oben die Tür frei machen. So. Also habe ich hier Physics Base. Wow. Wenn du sterben willst, solltest du dich aber nicht wehren. Das ist korrekt. Mein Fehler. Sorry. Dass die Taschenlampe gleich wieder leer ist. Oder doch nicht.
taking statements from co-workers and shoppers. It seems Mrs. Rule had a panic attack which resulted in the accidental breaking of a mirror. Due to the mishandling of the situation by people around her at the time, a quick escalation resulted in Mrs. Rule taking her own life using a shard of broken mirror glass. Ach du meine Güte. There's no evidence of foul play, though I suspect she might have been in relations with a staff member named David. We'll go back for questioning. Whew. What was it you wrote in her file? Patient was encouraged to establish routine errands that would put her outside. Wow. No wonder her mother blames you. Okay. Wow, was zum... Der lief wie Otto. So, welcome to the trash room. It's her. Ah. Hm. Hallo, Selbstwertgefühl. Zwei Dolls left. Das heißt, also die eine ist ja in dem Raum eben gewesen. How dramatic, she did call herself trash. I don't know why you are so surprised. Naja, bin ich eigentlich nicht, aber... Thanks for implying my thoughts und so. It's her dad, ja. Eine fehlt noch, ne? Muss ich nochmal den Text lesen. Oh, jetzt komme ich hier nicht hoch. Er hatte da ja einen Hint aufgeschrieben. The Attic had courage. My brother hides in storage. Also Freezer. Loading Bay. Trash, ja. Oh, na, ich platziere die erstmal. Also, Mom was making dinner. In the kitchen wahrscheinlich, ne? Wo ist denn Kitchen? It's a small rounded slot. Nee. Ach so. Waschküche. Garage. Das sieht aus wie eine Kitchen. In the attic he had courage. Now my brother is in the storage. Ach so, der Brother fehlt noch. Noch, ne? Da. Treasure room, control cabin, freeze, maintenance, storage room. Oh, da ganz hinten. Okay. Aber gut, es ist ja eigentlich nur dem Weg hier folgen. Ey! Oh, jetzt ist der bestimmt auch abgeschlossen. Oder ich werde hier gleich eingeschlossen. Oh, das ist ein gruseliger Raum. Bleib doch stehen!
Upon arrival on the scene, oh, erstmal Taschenlampe ausmachen. The suspect had already self-inflicted a stab wound to her abdomen and a fatal wound across her neck. Paramedics were called. Police tape was used to seal off the crime for investigation. Suspect was identified as Miss Virginia Rule, who apparently had issues being seen in public and or seeing her own reflection. Determination, I have to admit. To stab yourself in the gut and still have enough determination to pull out the glass and slice your own throat open. I almost want to stand up and give her a round of applause. Das ist, ich glaube, ich hätte gerne eine Trigger Warning gehabt. Ich glaube nämlich, das hat das Spiel nicht angegeben. So. It's a small rounded slot. Brother in the attic. Dead by the fire. Das war hier, ne? See. I'm fine, I'm good, then crash. Ah. Wo ist sie denn? In ihrem Spielzimmer? Ist das hier ihr Zimmer? Also dead by the fire. Da ist der Kamin. Oder sleep, weil im Bett. Oh Mann, ey. It's a small rounded slot. Ne, by fire. Also dead would sleep all day. Ist da. Oh Mann, ey, ich hasse solche Rätsel. Muss er jetzt in den Räumen mit dem Feuer oder wo er sleepen kann? Attic, he had courage, now my brother's in the storage. Ja, der ist im Attic. Du hattest auch die Mom gefunden. Ja, ich habe alle gefunden. Mom is in the kitchen. Mom was making dinner, but now she's in the freezer. Also Dinner ist klar. Attic ist klar. Ich habe keine Ahnung, wo ich den Dad hinpacken muss und wo ich mich hinpacken muss. Du bist aber nicht so World's Greatest Detective. Dinner ist schon mal klar, ja. Also sie weiß ich nicht. Und Dad ist halt auch nicht sure. Also Crash könnte natürlich auch hier Garage sein, ne? It's a small rounded slot. Dann pack ich die nochmal zum Feuer. Passiert auch nichts, schade. Dad immer in der Garage. Nee, hier steht ja bei Fire, Dad would sleep all day. Deswegen hier zum Feuer. Ne? Oder halt sleep all day im Bett. Hätte ich gedacht. Oh, warte mal. Ach, da oben. Ach, Crash, der Spiegel. Ich glaube, beim Reddit Scroll, wo ich den Möbi noch im Ohr habe. Ja, ja. T-Block. It's a yellow block with a letter T on it. Was zum.
überhaupt nicht spooky. Weiß nicht, warum das mit Horror gelabelt ist. Liegestützepunkten, Einlösenbefehl. Ich bin auch mal wieder. Alles klar, PG. Schön, dass du da warst. Bis nachher. Hate. Oh Mann. I can put something in here. Ach so. Die anderen Blöcke noch. Würfel. Es hat ein Pupsgeräusch gegeben. Frech. Ach so, hated. I can put something in here. Was habe ich den einzigen genommen, der mir noch gefehlt hat? This doesn't work. Das A fehlt noch, okay. Seems correct, but something with the reflection is wrong. Something in here. This seems correct, but something with the reflection is wrong. Ist doch genau andersrum aufschreiben. Hallo, Frau Geist. Ja. No, you're not. To die, only someone as selfish as you would try to take that away from her. I'm glad you see you failed. Wow. Das war nicht nett. Crack the manager safe. Oh nö!
Oh. It's okay. I see you. You can rest now. Go home, yes. Sounds like a plan. I don't think Virginia would be capable of doing something like this without some sort of outside influence. I promise you, Miss Rule, I'll get to the bottom of this. Puh. Harter Tobak. So, jetzt kann ich hier aber doch noch wieder aus ihrem Level raus, oder was? I think I'm ready now. We can talk about the scars. Aha. My face. If you'd like, yes. I appreciate you not asking me about them. I mean, I do see you looking at them. Everyone does all the time anyway. I'm listening. So, jetzt muss ich hier den Weg zurückgehen. Nein. Seems like there's no escape. Das finde ich halt auch unnötig. Warum kann ich hier runterfallen? Werde dann resettet. When I was a kid, my mom, she used to sign me up for like Little Miss whatever the hell, you know, like these beauty pageants. For this one, I was practicing at home and I was in the bathroom just playing with like some of my mom's makeup and then I sorry. Take your time. She's a monster and a liar. She told me I was still pretty. She said people wouldn't judge me. Guess what? They did. They look at me with pity. I look back at them with hatred. Also ich muss sagen, so storymäßig gefällt mir das eigentlich ganz gut, wie das aufgebaut ist. Aber und auch diese Rätsel lösen und so, aber das die Action-Dings dazwischen. Aber das kann ich ja abstellen. Ich kann ja in Settings sagen. Difficulty easy. Dass ich weniger kämpfe und so habe und mich weniger darum kümmere, ob ich sterbe, ob ich am Leben bleibe und alles. Ich glaube, das gebe ich dem doch eine Chance. Also das ist ja, glaube ich, auch ein Spiel, ob easy das abstellt. Auf jeden Fall wird es dann einfacher zu überleben und so, denke ich. Also dann muss ich zwar nicht, ne, dann habe ich nicht so Panik vor den Kämpfen, weil ich denke, ich kann sterben oder so. Dann ist es doch entspannter und dann sind da halt Gegner und dann mache ich die eben weg und fertig. Das ist das, glaube ich. Aber da wir jetzt hier durch sind mit dem Level, will ich trotzdem noch einmal ausprobieren, was ist, wenn ich sterbe. Get the mask from the boiler room, yo. Oh, Virginia Rule. Circumstance of treatment. Patient began treatment and mandated disciplinary measure in college. Roommates expressed concern. Possible suicidal ideation. Patient would hide in her room for fear of judgment over her personal appearance. As a child, patient was entered into pigeons by her mother, Gemma Rule, during which time she suffered verbal abuse relating to her appearance and performance.
An accident took place in which a bathroom mirror had collapsed on a 6-year-old Virginia, leaving her scarred, ending pageant participation. Kommt auf die Familie an. Ist das eigentlich noch familienfreundlich? 5 Stunden und 3 will ich trotzdem ausprobieren, was ist, wenn ich sterbe später. Ja, ja. Psychological Notes, boah. Muss ich das jetzt alles lesen? Nope. Wobei, ist eigentlich schon interessant, ne? Ich muss das selber lesen, ich lese das für mich. Sense of anxiety as of late, increased sense of an unknown dread and fear. Uff. Nee, also ich gehe gleich wirklich laufen. Es ist wunderschönes Wetter. Nehme ich wieder schön meine Kamera mit und mache Videos, auf die ihr alle neidisch seid. Das ist mein Plan für heute. Desmond, darling? Oh, what? Who said that? Why, I did, of course. What? How? You can talk now? I mean, you could argue that I always could, and you just didn't care to listen. Look, let's not waste any more time on how unbelievable this all may be and tackle the situation at hand. You are going to die, Desmond, if you do not get to the bottom of all this madness. Simply, you must keep a level head and find a way through this. I will help you, as best as I possibly can. Now, concentrate. We might have some answers. I don't know. This is weird. Patience, Desmond. Yeah? Patience and grace. Patience? My patience. Uh-huh. Don't you find it curious? You can enter Virginia's apartment, and she doesn't even live here. Something strange is happening. You would benefit from knowing what that is. It sounds like a plan. There's something strange in the neighborhood. Oh. Try looking around the building whenever you get the chance. Who knows? You might find something new. Ja, jetzt kann ich das Abschwörband öffnen. Und so. Ja, ich mache jetzt hier aus. Also, ihr Lieben. Ist ein cooles Spiel. Hätte ich nicht erwartet. Und ich schätze, die Episoden sind jetzt alle irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Und dass ich dann von Mal zu Mal halt immer weiter in diesem Gebäude da erkunden kann und am Ende halt irgendwas rausfinde. Aber für jetzt so am Stück weiter streamen, ist es mir dann doch zu stressig. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlecht zu pausieren, weil die Steuerung ja relativ simpel ist und das so für sich abgeschlossene Kapitel sind. Deswegen, die Gewinn hat es im Podcast auch schon mal besprochen, bei Durchgespielt. Ja, hier auf dem falschen Kanal. da werde ich nochmal reinhören, was die dazu gesagt hat, in Gänze. Ansonsten, ja, vielleicht, ich glaube nicht, dass ich das on stream weiterspielen werde. Da ist es mir dann doch irgendwie zu lang für. Ich habe ja noch Chris Tales. Da muss ich eh auch noch gucken. Das geht ja auch noch super lang. Und, naja, hier gibt es das Spiel gerade übrigens umsonst. Und kommt gut ins Wochenende. Geht ein bisschen raus, die Sonne genießen, wenn ihr es habt. Und dann kommt gut hin und auf Wiederschauen im Morgengrauen. Tschüss. Akku 3%. Ja, ja. Tschüss.